Moin! Jo, ich wollte euch ja nochmal ein Update nachschieben vom Real Steel H7 vom Snow Leopard. Habe ich jetzt ein paar Mal benutzt, noch nicht mega viel gemacht, aber halt geschnitzt. Und was man so halt macht, ne? Pappe schneiden, Essen schneiden, gute Schneidperformance, kann man nicht meckern. Worauf ich kurz eingehen will, und da grüße ich auch gleich den Emir mal, ich persönlich liebe ja Satin Cling. Da hat er mit Emir neulich drüber gesprochen, dass es halt nervig sein kann bei Satin Cling, wenn da Kratzer drauf kommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die eingefangen bekomme. Ich sehe leider über das Display wieder mal nichts, weil sich das spiegelt. Auf jeden Fall hat dieses Satin-Klinge schon die ersten Kratzer. Das ging echt schnell. Ich habe wirklich nichts allzu Wildes damit gemacht. Neulich halt mal ein bisschen länger Pappe mitgeschnitten, aber ja, ansonsten glaube ich wirklich nur geschnitzt. Und das war nichts Wildes. Ja, Emir, da hast du recht. Das versaut so eine Satin-Klinge immer ein bisschen. Allerdings sieht das Teil dann auch benutzt aus. Ich finde, das hat dann auch immer seinen eigenen Charme. Das nur ganz nebenbei. Ich habe hier hinten durchs Lanyard-Loch einen kleinen Lanyard gezogen. Dadurch kann man jetzt auch den Zusatzlock betätigen, indem man einfach am Benzel zieht. Dadurch ist dann der Backlock gesichert. Das wollen wir auschecken. Ich will gleich ein bisschen hacken mit dem Teil. Ansonsten ist das Messer vom Schneiden, vom Schnitzen wirklich ab Werk sehr schneidfreudig abgezogen. Da hast du eine schöne Phase, um ins Holz reinzukommen. Aber ich merke schon beim Schnitzen, also es beißt auch recht anständig. Aber ich merke halt schon beim Schnitzen, beißt wirklich gut, dass sich hier was bewegt. Es ist doch was anderes, wenn man von Cold Steel den Backlock hat. Also es ist nicht so, dass ich jetzt besorgt bin, aber ich spüre halt, dass wir hier eine Bewegung haben. Und wenn ich die Klinge greife und hin und her wackel, dann haben wir auch minimales Spiel. Bevor ich jetzt gleich hacke, auch noch mal kurz in die Kamera gehalten. Ich habe gerade zwei Fixed vom Erik da. Skandinavisch angelehntes mit poliertem G10. Sehr, sehr coole Fangriemenhülse da hinten, beziehungsweise man kann einfach reingucken. Auf die Hülse ist abgefahren. Ganz runder, wunderbar smoother Griff. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Die Teile werde ich dann in den nächsten Wochen mal ein bisschen testen. Hier das andere. Ja, aber da bedanke ich mich dann erstmal. Und dann habe ich vom Dirk noch so einen kleinen Kydex Fire Steel Halter bekommen. Wer an dem Teil Interesse hat, schreibt mal Messer und Co. den Dirk Wanger an, da könnt ihr die Dinger beziehen. Ist ein ganz ulkiges Teil. Da können wir auch gleich mal testen, ob das H7 scharfkantig ist, um Fire Steel anzureißen. Oh, habt ihr schon gesehen? Autsch! Autsch! Ja, krass. Also das hat jetzt schon gereicht. Was ein Scheiß. Das hat jetzt schon gereicht. Der Druck auf den Klingenrücken, damit das Teil nach... Krass, heftig. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da auch irgendwie... hier noch auf die Rückenfeder gekommen bin. Ich will da jetzt auch nichts zu Unrecht sagen, gerade beim Anreißen. Ich werde jetzt mal versuchen, so zu halten, damit ich nicht auf der Rückenfeder... Okay. Also das Anreißen. Ich hoffe, das seht ihr. Das funktioniert ganz gut. Wie gesagt, wer Bock auf die Teile hat, schreibt den Dirk mal an. Übel. Also wie gesagt, ich glaube, ich bin da gerade mit dem Finger drauf gekommen. Ich kann es nicht mehr
Wahrscheinlich habe ich irgendwie mit der Hand, ich bin mir da nicht sicher. Ich habe es ja so rumgehalten, zu viel Druck ausgeübt, dadurch dann das gelöst und dann ist er eingeklappt. Na, wir werden es rausfinden. Jetzt werden wir einfach mal ein bisschen hacken. So, dann nehme ich den kleinen Finger mal hinten ran ums Lanyard, damit ich einen besseren Halt habe. So. Also der ist gar nicht so mega dick. Ich schätze mal so an die 4 cm. Die Hackleistung ist natürlich gering bei so einem Klapper. Gut, das hat jetzt gut gehalten. Muss mal versuchen. Na, ich mache einfach mal hier schon. So, Spine Rack. Sicherung nicht drin. Aha. Okay, so, also die Kokosnuss werde ich mir vermutlich jetzt schon schenken. Die Befürchtung der Leute, dass der Backlog nicht besonders tief greift und dahingehend nicht so viel Stabilität aufweisen kann, die ist, denke ich mal, gerechtfertigt. Ja, bin auch ein bisschen überrascht oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei jedem Modell so ist. Die Feder hebt ja auch kaum ab. Wir haben hier vielleicht so knapp 1,5 mm. Viel weiter schnappt die hier noch nicht ein. Mit der Zusatzverriegelung, denke ich mal, ist das relativ sicher. Das hat ja beim Hacken gut geklappt. Ohne sind dem Grenzen gesetzt. Ja, da muss jetzt jeder sich sein eigenes Urteil drüber bilden. Spineback-Test ist immer so eine Sache. Da sollte man einfach vorsichtig sein. Gut, das war's von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.